Hallo und herzlich willkommen zu diesem Diesel Date Video auf meinem Kanal. Wie ihr wisst, war ich ja letzte Woche mit dem Oscar in Berlin auf der IFA und wir haben uns da ein bisschen umgeschaut und das Ergebnis habt ihr vielleicht im letzten Video schon gesehen. Falls nicht, dann schaut da nochmal nach. Eine Begegnung habe ich in diesem Video noch ausgeklammert, denn ich habe mich mit Konstantin getroffen vom Kanal Phoenix, der spezialisiert ist auf Smart Home. Und der hatte mich im Vorfeld angesprochen und gemeint, ob das nicht was für diese Family wäre, dass wir hier mal ein bisschen Smart Home mehr reinbringen. Meine eigenen Erfahrungen mit Smart Home sind relativ gering. Wir haben mal einmal versucht, an Weihnachten den Tannenbaum an eine Steckdose anzuschließen, die man dann mit der Sprache steuern kann. Wir haben verschiedene Versuche mit Alexa unternommen, die mal funktioniert haben, mal nicht. Ich fand es immer eher ein bisschen kompliziert, die Sachen so einzurichten, und deswegen fand ich das ganz cool, dass er sich so als Fachmann angeboten hat, mir das mal ein bisschen zu erklären. Und ein erster Startschuss war eben, dass wir uns auf der IFA verabredet haben am Stand von Alexa, Amazon Alexa. Und ja, die erste Schwierigkeit für mich war überhaupt erstmal dorthin zu kommen, wie ihr gleich sehen werdet. Genau da will ich hin. Da treffe ich nämlich den Clemens vom Phoenix-Kanal und der erklärt mir ein bisschen was über Smart Home. Das finde ich spannend und der kennt sich da drin aus. Hier natürlich Sony-Kamera, super hier für Vlogger und for the creators. Mich interessiert die kleinste am meisten, die so ein bisschen wie die Canon aussieht, die ich in der Hand habe. Die schauen auch schon ganz böse hier. Da haben sie so ein crazy Teil gebaut, wo man dann das Mikrofon an der Seite dran machen kann, einen Griff hat, wo man bedienen kann, fernauslösen, alles Mögliche. Um ehrlich zu sein, mir sieht das alles viel zu kompliziert aus. Also mir gefällt meine Lösung da doch deutlich besser. Jetzt werde ich im Kreis geführt und die Halle 26 ist nicht in Sicht. Guck mal, wer ist denn da? Hallo. Wahrscheinlich heißt mein Video, wie ich über die IFA lief, um die Halle 26 zu finden. Ich war ja zuletzt auf der Gamescom als ein Mensch, der keine Spiele spielt. Und jetzt bin ich auf der IFA als ein Mensch, der kein Fernsehen schaut. Ich meine, ich bin auch ganz klar selber schuld, ne? Schließlich habe ich die Halle 26 dann doch noch gefunden und dann auch Konstantin entdeckt. Seht ihr das da hinten? That's the place where I want to be. Und ich hoffe, dass er immer noch da ist. Ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden. Ja, ich bin jetzt gerade durch diese ganze schöne Messe durchgelaufen. Smart Home habe ich sehr viel gesehen und da habe ich schon versprochen, dass du mir dazu was sagen kannst. Ja, genau. Wieso bist du da eigentlich Experte? Gut, ich habe generell meinen Channel eigentlich auf diesem Bereich aufgebaut, angefangen mit Smart Home und generell erstmal mit der Sprachsteuerung, also mit alles, was mit Alexa zu tun hatte. Und dann ging es halt von automatisierten Fenstern, Heizung, Lichtern, Steckdosen, alles Mögliche bis hinzu und ja. Auch beruflich gemacht, gell? Auch beruflich, 3 Jahre in der Ausbildung gewesen zum Elektroniker für Geräte und Systeme in einer Smart-Home-Firma und ja. Und wie ist jetzt die IFA? Ist es sensationell oder ist es, boah? Ja, eher. Also es verliert jedes Jahr mehr an Reiz, okay. So ein bisschen. Auch der Smart-Home-Bereich? Nee, der wächst tatsächlich mehr immer, aber so generell die IFA, ja. Was sind denn so für dich die Top-Sachen im Smart-Home-Bereich, die ich mir jetzt unbedingt anschauen sollte, möglicherweise mit dir? Da kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Da müsst ihr erstmal wissen natürlich, wie es bei dir die Gegebenheiten zu Hause sind und so weiter. Ich habe jetzt auch schon mal eine kleine Liste geschrieben mit ein paar Geräten, was ich denke, was vielleicht passen würde. Und ja. Könnt ihr uns mal bitte hier nicht stören, diese Jugendlichen immer hier, die da so unfassbar hier sind. Könnten mal diese jungen Leute hier mal aus dem Weg gehen. Kennst du die? Ich kenne, was sind das für komische Leute? Ja. Alles klar. Oh Mann, lauter Berühmtheiten hier. Okay, dann würde ich sagen, dann unterhalten wir uns erstmal ein bisschen und dann hinterher schaue ich, was davon vielleicht auch in dieses Video noch kommt, okay? Genau. Dankeschön. Ich war natürlich nicht der einzige YouTuber auf der IFA. Es gab auch noch wesentlich bedeutendere, zum Beispiel die beiden, die ihr gerade gesehen habt. Das war Felix Bahr und Julian, mit dem er zusammen den Kanal Die Crew hat. Ich verlinke euch mal die beiden Kanäle unten noch. Konstantin und ich haben dann uns erstmal ein bisschen ausgetauscht, was er sich so ausgedacht hat. Und dann hat er mir am Stand einfach mal ein paar Sachen gezeigt, die es so gibt, die man einsetzen könnte.
Also der Konstantin hat mir jetzt mal erklärt, was man da alles machen kann mit Smart Home und ich finde es mal schon sehr faszinierend. Er schaut mal, eventuell können wir hier bei dieser Family auf Smart Home ein bisschen umsteigen. Das finde ich natürlich sehr cool. Was es auch für Möglichkeiten gibt hier mit Rauchmelder und Tür und so. Erklär mir nochmal, was es hier so für Sachen zu sehen gibt. Von den neuen Amazon Echo Geräten ist hier beispielsweise jetzt der Echo Show. Das ist jetzt zwar nicht der ganz neue, denn der Echo Show 5, der da drüben steht, ist eigentlich der neue. Aber an denen ist halt mega praktisch, dass man einfach die Kamera damit verknüpfen kann und einfach sich anzeigen lassen kann, wer gerade vor der Haustür steht. Mhm. Alexa, set the timer on 6 o'clock a.m. Alarm set for 6 a.m. tomorrow. Sehr gut, mit der muss man heute halt Englisch sprechen und hier sieht man, das hat also geklappt. Morgen früh um 6 werden die hier am Stand geweckt. Das sind so die Controller, wo man dann sehen kann, was zum Beispiel an der Haustür ist oder... Die Geräte selbst sind dann alles jetzt nicht von Amazon, die Geräte direkt, sondern es sind alles verschiedene Firmen und da haben die da hinten, glaube ich, ein bisschen was ausgestellt. Können wir uns ja mal kurz mal anschauen. Okay, gehen wir kurz hin. Also wir haben hier, denke ich jetzt mal, erstmal nur smarte Steckdosen. Die meisten wahrscheinlich mittlerweile auch mit Energy Monitoring, was ja auch sehr interessant ist, um einfach wirklich mal den Verbrauch zu sehen. Ich glaube, die Fritteuse da hinten, die brauche ich nicht. Nee. Ne? Ja, und hier auf der anderen Seite sehen wir jetzt schon die smarten Heizthermostate. Ein ganz bekanntes ist beispielsweise das hier von Tado. Hat auch den Vorteil, dass man wirklich sehr, sehr viel an Heizkosten einfach sparen kann. Ich selbst habe die mittlerweile seit circa 1,5 Jahren im Einsatz, 2 Jahre fast, und die funktionieren super und zuverlässig. Sowohl, wie gesagt, mit Apple als auch mit Alexa. Hier gibt es noch ein paar Glühbirnen, ne? Was ist denn das hier für ein Riesenteil? Kennst du das zufällig? Ja, das ist eine Ceiling Light, also eine Deckenleuchte, die wird tatsächlich eingebaut und die hat das Besondere dran, dass sie sogar jetzt noch einen Speaker mit drin hat. Heißt, man kann sich beschallen lassen von der Decke und Licht gleichzeitig. Crazy, ist ganz neues Produkt. Was ich gestern gesehen hatte, und das hätte ich sehr gerne mal ausprobiert, war ein Bett mit Beschallungsmöglichkeit. Das heißt, man liegt dann also hinterher da drauf und sagt, Alexa, spiel Je t'aime oder so irgendwas, ne? Und dann geht unter dem Bett das Gestöhne los sozusagen. Ne? Ja, vielen Dank, Konstantin, dass du mir mal dieses Thema Smart Home ein bisschen näher gebracht hast. Bin mal gespannt, vielleicht kriegen wir ja zusammen sogar was hin bei uns. Ja, da bin ich auch gespannt, da bin ich mir eigentlich sicher, dass wir da was hinbekommen, denn da ist viel Potenzial in eurem Haus auf jeden Fall, was man da alles smart machen könnte, wer weiß. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen. Auf jeden Fall. Bis dahin, schaut auf seinen Kanal, Phoenix mit V. Genau. Okay, vielen Dank, gell? Jo. Ciao. Ciao. Ja, vielen Dank, Konstantin. Ich habe jetzt eine etwas bessere Vorstellung davon und jetzt werde ich das mal mit dieser Mama besprechen, was davon sinnvoll sein könnte bei uns zu Hause. Es gibt Rauchmelder, man kann Heizungen so schalten, dass sie ausgehen, wenn die Fenster auf sind. Sowas finde ich sinnvoll. Oder im Keller Lichter, die eben nicht mit Bewegungsmelder funktionieren, sondern zum Beispiel, wenn die Kellertür aufgeht, dann das Licht anmachen, sodass ich dann auch, wenn ich mich nicht bewege, dort noch Licht habe. Auch über eine neue Türlösung habe ich schon immer mal wieder nachgedacht. Da ist vielleicht bei dieser Mama hier und da noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, wenn du das hörst. Also, da gehen wir jetzt mal dran. Tja. Und ansonsten hoffe ich, euch hat dieses kleine einführende Video gefallen und schreibt mal in die Kommentare, wenn euch das interessieren würde, wenn wir uns da mehr mit beschäftigen oder was ihr für eigene Erfahrungen mit Smart Home Produkten gemacht habt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt mir ein Abo, ein Like und wie gesagt kommentiert gerne und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad.